Schön, dass auch ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erichs kulinarisches Erbe. Und heute gibt es bei uns Hoppelpoppel. Hoppelpoppel, das ist der Name eines klassischen Berliner Resteessens, wenn man so will. Was ihr dafür braucht, seht ihr hier, alle Rezeptangaben, aber auch wie immer nochmal auf unserem Blog www.erichserbe.de. Ja, und bei Hoppelpoppel handelt es sich im Prinzip um eine mehr oder weniger erweiterte Variante des Bauernfrühstücks. Dazu brauchen wir nämlich vor allem Kartoffeln, Bratkartoffeln, die wir entsprechend erstmal schälen müssen, in kleine Stücke oder Würfel schneiden und dann im heißen Öl anbraten. Dazu ein bisschen würzen, schon mal mit Salz, Pfeffer und etwas Kümmel. Bis sie dann schön goldgelb sind. Und dann braten wir in einer zweiten Pfanne auch unser Schweinefleisch an. Das können Bratenreste sein, das kann Geschnetzeltes sein, das kann Schinkenspeck sein, wie auch immer. Da ist alles möglich. Es ist, wie gesagt, ein Resteessen. Das Fleisch braten wir im Übrigen mit unseren Zwiebeln mit an, die wir natürlich auch schälen und hier in Stücke schneiden. Man kann sie fein würfeln, man kann sie aber auch etwas gröber schneiden. Und auch da würzen wir nochmal mit Salz, Pfeffer und Kümmel ein bisschen nach. Dann geben wir beides zusammen in eine Pfanne, lassen es noch ein bisschen leicht brutzeln und kümmern uns dann um unsere Eier, die wir natürlich aufschlagen und verquirlen. Auch hier kann dann gegebenenfalls noch mal ein bisschen nachgewürzt werden, falls die Würze noch nicht reicht. Das muss man natürlich immer abschmecken. Und auch hier kann schon unsere fein gehackte Petersilie mit dazukommen oder auch ein Schuss Sahne noch dazu. Geht alles, muss aber nicht. Das verquirlte Ei auf jeden Fall, das geben wir dann über unsere Fleisch-Kartoffelmischung und lassen das Ganze einfach in der Pfanne stocken. So lange, bis es ein bisschen fest ist. Gegebenenfalls, wie gesagt, nochmal nachwürzen. Ja, und das Ganze dann am besten mit einem Salat oder sauren Gurken zum Beispiel servieren. Das war schon wieder von uns für heute, von Erichs kulinarisches Erbe. Alle Rezeptangaben, wie gesagt, auch auf unserem Blog www.erichserbe.de. Eigene Rezepte gerne an rezept@erichserbe.de. Und ja, wie immer gibt es hier nochmal zwei Rezeptvorschläge, die wir auch schon mal gemacht haben. Ansonsten lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.